Hier eine Übung zum Rechnen mit Klammern. Vor diesen Klammern steht ein Minuszeichen. Also lassen wir dieses Minus mitsamt den Klammern fallen, indem wir zwischen Klammern alles entgegengesetzt nehmen. Das heißt, wir rechnen minus 2x minus 3y. Vor diesen Klammern steht der Multiplikationspunkt. Also wenden wir hier die Distributivität an. Plus mal plus macht plus 3 mal 4x und plus mal minus macht minus 3 mal y. Somit erhalten wir diese Rechnung. 3 mal 4x, das macht 12x. Und die Rechnung ist noch nicht beendet, denn wir haben hier drei x-Termen, die wir addieren können und zwei y-Termen, die wir addieren können. 14x minus 2x plus 12x, das macht 24x. Und minus 3y minus 3y, das macht minus 6y. Und fertig.